Das bin ich, Lars. Aber hier im Tempel spielt das keine Rolle mehr. Denn hier soll ich mich komplett aufgeben. Ich wage das Experiment und gehe 7 Tage in einen Krishna-Tempel. Eine mir fremde Gottheit anbeten, bis sich die Welt da draußen auflöst. Warum gehe ich hier rein? Ich bin zwar getauft, aber ich glaube an nichts. Springt hier mein spiritueller Motor an? Kann mir diese abgeschlossene Gemeinschaft etwas geben, was ich in der Welt nicht finde? Und verstehe ich die Menschen, die hier leben wollen, bei den Hare Krishnas? So, pass auf. Wir wollen jetzt hier ein bisschen kehren, ja, und dann Teppiche auslegen, okay, oder ausrollen. Und da schlafen dann Matajis hier. Und schnapp dir mal irgendeinen Besen. Ich nehme auch einen. Mal die Tische abkehren. Da vorne ist auch noch ein Besen. Und da haben wir das ruckzuck gemacht. Wo steht noch ein Besen? Da vorne. Ach, da. So, und wie gefällt's dir hier bei uns? Spannende, ganz andere Welt. Eine andere Welt? Ja, es ist eine andere Welt. Inwiefern? Naja, es ist einfach sehr, sehr indisch. Ja, das ist, ja. Ja, aber natürlich. Merkst du das nicht? Natürlich. Wenn du mal rauskommst hier, dass die Welt da draußen anders aussieht? Ja, aber total. Und ich bin ja froh, dass ich selten raus muss. Wieso? Ja, mir gefällt es da draußen nicht mehr. Hier, sagen wir mal so, bin ich auf der sicheren Seite. Ja. Aber bist du denn nicht gefestigt genug? Oder bist du hier der bessere Hare Krishna als draußen? Hier drinnen, ja, wie soll ich sagen, da bist du echt besser beschützt wie draußen, ja. Weil draußen kannst du ganz schnell zu Fall kommen. Wenn du da nicht wie ein spiritueller Meister bist, dann kannst du ganz schnell zu Fall kommen. Ist die Welt denn so fies und gemein, dass man vorher so eine Angst haben muss? Ja, die materielle Welt, die ist fies und gemein, genau. Das sagst du, das ist vollkommen richtig. Wie guckst du auf die Menschen, die noch da draußen sind in der Welt? Mit Bedauern. Echt? Ja. Das Bedauern mit mir? Naja, du bist viel besser hier aufgehoben. Ist so? Ich fühle mich wohl da draußen. Warte mal ab nach der Woche, wenn du hier wieder weggehst. Sich verlieren, um sich zu finden. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Dabei ist genau das hier das Ziel. Lese ich zumindest immer, wenn über die Krishnas berichtet wird. Manche sprechen davon, dass sie Menschen angeblich in spirituelle Ekstase versetzen. Andere reden von Gehirnwäsche. Was passiert mit mir hier? Es ist 4 Uhr früh. Lars. Gauranga. Oh. Oh. Gut geschlafen. Zu kurz. Zu kurz. Wichtig ist das Held, weil das kann schon mal passieren, dass man den Dhoti sonst verliert. Gerade im Kirtan, wenn wir singen und tanzen, dann kann das mal sich verabschieden. Sogar ihren Namen legen die Mönche ab, um eins zu werden mit der Gruppe. Dann steigst du einfach mit dem linken Bein einfach drüber.
Genau. Und dann immer noch halten, dass es sich nicht auflöst. Das ist vielleicht die Gefahr. Und dann gehst du. Das hier ist Tim Leeb. Nach hinten. Hier ist der Ananda Krishna Das. Ein Stückchen hochziehen, halt nicht zu hoch. Mhm. Muss ja nicht so ein Hochwasser-Doti sein. Ist ja nicht in der Regenzeit. Hochwasser-Doti. Und dann einfach reinstecken. So. Genau. Luftig. Genau. Und die Kurta. Kurta ist eben so eine Art Hemd. Gibt es kurzärmelig oder auch langärmelig, gibt es das auch. Ja, das sieht gut aus. Sieht schon gut aus. Aber ist auch schon gewollt, dass man sich dann jetzt ein bisschen anders fühlt, oder? Als die anderen da draußen. Ganz genau, ja. Es ist eine, wir haben schon erwähnt, eine spirituelle Uniform. Und das hilft sich einfach mehr als ein spiritueller Mensch zu sehen, weil es eine Kleidung ist, die ist sehr simpel, sehr einfach. Und das soll auch das spirituelle Leben sein. Man soll mehr Wert auf das geistige Spirituelle legen und nicht so viel auf das Materielle. Totaler Verzicht. Darum geht es dem harten Kern der Krishnas. Kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Sex. Damit das nächste Leben besser wird. Daran glauben sie und chanten. So heißt das Beten bei den Krishnas. Das ist eben die Gebetskette, Japa Mala heißt die, ja? Und besteht aus 108 Perlen. Und du rezitierst auf jeder Perle einmal den Hare Krishna Mantra. Mhm. Und du gehst einfach im Kreis, du wirst einfach so lang chanten, bis du zum Ende kommst. Und wenn du am Ende kommst, drehst du Japa einfach um und gehst einfach zurück. Der Mantra heißt eben, was den Geist befreit. Du versuchst halt einfach pro Perle den Mantra einmal zu rezitieren und versuchst aufmerksam mitzuhören. Du versuchst einfach zu sprechen und zu hören. Wie oft muss ich? Ja, also wir rezitieren 16 Runden, also 16 mal 108. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Das machen wir 16 mal jeden Tag. Genau. Das ist so der Mindeststand. Das machen wir mindestens am Tag. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Und dann gehst du einfach von Perle zu Perle. Versuchst bei jeder Perle einfach aufmerksam zu rezitieren, zu hören. Mhm. Vielleicht einfach eine mindest festgesetzte Zahl. Das ist einfacher für den Geist. Und dann sagst du, okay, das Ziel will ich erreichen, das will ich einfach mal probieren. Vielleicht einfach mal 4 Runden. So für dich das erste Mal. Musst halt überlegen, was du machen kannst. Ich guck mal, wie weit ich komme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Krishna. Das Chanten kann einen Rausch erzeugen. Krishna Krishna, Hare Rama. Ein Rausch. Reizvoll. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Zum ersten Mal passiert jetzt etwas. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das da draußen, Jandelsbrunn, erzkatholisches Bayern. Dort beten sie den Rosenkranz. Vielleicht ist das ja ähnlich. Immer wieder und wieder und wieder das Gleiche. Ja. Meine 4 Runden habe ich auf jeden Fall geschafft. Und was ist deine Erfahrung? Also ich habe mich danach nicht klarer gefühlt. Ich habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, dass mein Gehirn irgendwo zwischendrin ausgesetzt hat. Und eher im Gegenteil. Und das hat mir eher Angst gemacht, als dass es mir Freude oder Offenheit gebracht hätte. Kontrolle verlieren über? Über das, was in meinem Kopf vorgeht. Dass es am Anfang eben ungewohnt ist und seltsam und vielleicht auch beklemmt hat, kann ich schon nachvollziehen, klar. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Also der Punkt ist ja, es passiert etwas, aber weil du halt nicht weißt, was da passiert, weil das ganz ungewohnt ist, dass da eine gewisse Angst oder Unzufriedenheit oder eine Beklemmung, weil man einfach nicht weiß, was passiert da eigentlich, ist gerade das Zeichen dafür, dass es funktioniert.
Aber so habe ich gerade das Gefühl, ich verstehe, dass Leute da hineingesogen werden können. Genau, das ist der Punkt. Habe ich sofort gehabt. Ja, Mantra ist sehr mächtig, das zieht einen rein, sicherlich. Will ich das? So lange diesen Gott besingen, bis ich nicht mehr an der Welt festhalten muss und eins werde mit Krishna? So verstehen Sie die Bhagavad Gita, Ihr heiliges Buch. Ich soll immer wiedergeboren werden und jedes Mal noch reiner leben, mich noch freier machen von weltlichen Versuchungen. Dritter Tag. Krishna, 1728 Wiederholungen. Der Rausch wird anstrengend. Brauchst du noch Hilfe? Ja, du kannst gerne die andere Seite machen. Also ich bin quasi von hier aus. Mahajan hieß mal Michael. Michael Duchal. Das Bild hier noch fertig machen, ne? Ja. Ach, Ding auf der Stirn. Und auf der Nase. Das hält nicht lange, ja, wenn man arbeitet. Wenn man arbeitet, nicht. Nee. Vor allem nicht, wenn man schwitzt. Ja. Und sich die Stirn reibt. Manchmal gehe ich raus und vergesse das und die Stadt so und die Leute gucken einen komisch an. Und dann fällt so ein, ach ja, genau, ich hab da was. Ja, aber zu Hause hast du das, aber normalerweise machst du es ab, wenn du rausgehst? Nicht immer, manchmal schon, ja. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Offizielles macht oder so, dann mache ich es schon ab. Aha. Also beim Einkaufen gehen jetzt nicht, aber wenn man irgendwelche Termine hat, irgendwas Wichtiges. Wieso? Warum ich das dann abmache? Ja. Einfach, dass die Leute nicht so gestört sind. Denken, was ist das für ein Spinner? Ja, so denken viele heute. Ja? Oder da kommt immer der Spruch, du hast da Senf auf der Nase. Oder sowas. Wie bist du denn großgezogen worden? Bist du religiös erzogen worden? Nee, meine Eltern, die sind in der DDR aufgewachsen. Und DDR, das war allgemein alles sehr. Die sind alle atheistisch erzogen worden. Und da war nichts mit Religion. Aber das hast du einfach gemacht und irgendwann denen erzählt? Oder sind sie drauf gekommen oder haben dich gefragt? Nee, ich hab denen das gesagt. Du hast da Senf auf der Nase? Oder? Nee. Ich hab mir früher immer gesagt, ich wandere aus irgendwann. Und das haben sie dann immer so, ja. Dafür haben wir dich nicht großgezogen. Und dann habe ich gesagt, ich flieg nach Indien. Also ich hab mich auch, die wussten auch immer, dass ich mich mit anderen Religionen und Kulturen beschäftige. Und dann bin ich nach Indien und hat sie gesagt, jetzt haben sie Angst gekriegt, dass ich da bleibe, dass ich dann wirklich mache, auswandern. Aber so sind die ganz happy, dass ich hier geblieben bin. Und ja, ich habe es ihnen einfach gesagt, hier, ich ziehe jetzt in den Tempel, ich werde jetzt Mönch. Ich habe 3 Jahre als Mönch in Leipzig gelebt. Ach so. Ja, und dann sind die auch mal vorbeigekommen, haben sich das angeguckt. Die können selber wahrscheinlich gar nicht so viel damit anfangen, aber die haben kein Problem damit. Aber haben die nicht gesagt, hey, sei mal vorsichtig, Hare Krishna, können wir, also wenn du jetzt gesagt hättest, der Katholizismus ist es für mich, dann hätten sie auch wahrscheinlich mehr mit anfangen können, oder? Als erstmal. Die hätten mehr mit anfangen können, ja, aber mit Hare Krishna so, da haben die, weiß nicht, die haben sich vielleicht im Internet belesen, aber die haben nie großartig viel dazu gesagt. Nicht gesagt, ach, das ist doch eine Sekte. Nee, selbst das haben sie nicht gesagt, das sagen viele sonst immer.
Weil das ist immer das, was man so lernt in der Schule, in der Gesellschaft, im Internet auch. Aber das haben die kein einziges Mal gesagt. Die sind wahrscheinlich danach gegangen, wie es mir geht. So. Die haben mir einfach meine Freie gelassen. Das haben die schon immer gemacht. Da bin ich auch so dankbar dafür. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere da größere Probleme haben, oder? Andere haben Familie, ja. Dass die Familie, die Freunde sagen, du hast ja eine Meise, hast ja ein Au, was willst du denn mit denen? Ja, von anderen hört man schon, dass die Eltern da sehr unzufrieden sind. Aber was kann man machen? Jeder muss sich seinen Lebensweg selber aussuchen, oder? Ja, stimmt. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und doch scheint es, versinken hier alle in der Masse dieser Sekte. Denn als eine Sekte sehen sie viele. Gibt das den Krishnas ihren Halt? Verordnete Ekstase, stundenlang? Einer tanzt vor und alle tanzen mit? Ich hatte mit Ritualen schon immer meine Probleme. Auch in meiner christlichen Religion. Die festgelegten Bräuche, mitmachen, erbeten. Hier ist es extremer. Kopf aus, Mantra an. Hare Krishna wurde in den 70ern einiges vorgeworfen. Veruntreuen von Spenden, Waffenbesitz, Kindesentführung. Heute sind die Krishnas kaum noch in den Schlagzeilen. Audienz beim Chefpriester, Ronald Sohr. Hier drin Ramananda Gopal Das. Das Stichwort Sekte wird ja auch gerne genutzt. Wie siehst du das denn? Was ist jetzt eine Sekte? Wenn du jetzt in ein Lexikon nachschaust, bedeutet religiöse Abspaltung. Ist im Endeffekt nichts Schlechtes jetzt in dem Sinne. So, also ich meine, Christentum ist voll Sekten sozusagen, weil das eine hat sich vom anderen abgespaltet und, ne? Und aber mittlerweile hat es halt so eine negative Betrachtung, weil es sind halt viele gekommen, die wirklich versucht haben, damit Geld zu machen und Leute halt wirklich zu manipulieren und irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und oft ist das halt auch auf uns angewendet worden. Und wahrscheinlich, wir müssen Verantwortung, also genauso können wir nicht sagen, ja, das hat nur die Presse aus uns gemacht, sondern wahrscheinlich haben wir uns auch so verhalten. Aber kannst du nicht nachvollziehen, dass auch Menschen da draußen Angst, Furcht vor euch haben oder vor dem, was ihr mit Menschen auf der Straße anstellen könnt, quasi mit Jugendlichen? Nachvollziehen schon, aber du musst schauen, was machen die großen Sekten, was macht die Werbung, was macht die Presse, was machen die Medien, was macht Politik? Ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist so, ne? Weil das klingt dann wie, als wäre ich ein Fanatiker. Du musst das jetzt glauben, das ist so. Die Dinge sehen für dich vielleicht anders aus. Du musst dich niemand hingeben, du musst nicht irgendjemand verehren, du musst dich nicht auf die Knie legen. Du kannst einfach in dieses Restaurant reingehen und kannst die Karte von oben bis unten essen, ohne darüber nachzudenken, dass am Ende jemand kommt und nach der Rechnung fragt. Wir tanzen um Gott, andere tanzen um McDonald's. Die Welt da draußen und ihre Propaganda empfinde ich ermüdend. Die Welt im Tempel aber auch. Denn alle wollen mir immer nur sagen, dass gerade ihr Weg der richtige ist. Aber dafür alles aufgeben, im Hier und Jetzt, damit es vielleicht mal besser wird in einem nächsten Leben? Tag 6. Nicht mehr sprechen. Nur noch der eigenen Stimme zuhören. Und die hört sich mittlerweile immer mehr an wie die eines Fremden.
Martin ist am selben Tag hier angekommen wie ich. Auch um nur mal zu schauen, ob die Krishnas ihm etwas geben. Mit dem Kopf war er noch sehr in seiner alten Welt. Aber 6 Tage sind hier eine lange Zeit. Voilà. Ja, du bist noch nicht fertig. Naja, so kann man auch mal sehen. Hast du dich geändert in dieser Woche, in der du jetzt hier bist? Ja. Ich habe hier jetzt während diesen 6 Tagen kein trauriges, ernstes oder grimmiges Gesicht gesehen. Bin sehr gespannt, wenn ich am Sonntag wieder gehe, was da für Gesichter einem entgegenkommen. Hier ist mein Erlebnis, dass die Gesichter fröhlich sind und ich habe manchmal das Gefühl, weichgespült irgendwie. Mm. So ein bisschen, als hätte man einmal durch den Kopf gepustet. Und das, was drin geblieben ist, ist noch die Hingabe an Gott und ein unumstößlicher Glaube daran, dass alles richtig ist. Ja, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Natürlich, der Kopf soll auch durchgepustet werden. Weil man kann sich mal überlegen, was sind denn die Götter unserer heutigen Zeit? Superstars. Aber ist Jeanette Biedermann oder was? Ist mein Gott, ist meine Göttin. Die bete ich an, die will ich jeden Tag im Fernsehen sehen. Ja. Und ich will mich auch vor ihr verbeugen, wenn sie auf die Bühne kommt zum Beispiel. Das ist ja auch so ein spirituelles Zusammenkommen, wenn Robbie Williams auf der Bühne steht. Oder? Ist das dann nicht Selbstbetrug, wenn man sagt, okay, in Ordnung, ich ziehe mich aus dieser materialistischen Welt zurück, gehe vielleicht in einen Tempel, dann hat man die Welt zwar nicht mehr in Griffweite, aber das heißt ja nicht, dass man die Welt deswegen hinter sich gelassen hat. Man hat sie nur räumlich hinter sich gelassen. Ja, ist es nicht Betrug in der Welt draußen, wo dir oder wo mir vieles, vieles nicht passt, wo ich nicht mit meinem Chef klarkomme, wo ich Vorgaben habe, die einfach für mich nicht durchschaubar sind und für viele andere Menschen auch, wie ich denke, die aber nicht dann zu den Krishnas gehen, sondern halt psychotisch werden oder durchdrehen, in Schulen gehen mit einer Pumpgun oder sonst was. Wenn man einfach die Welt nicht mehr versteht, ist das nicht Selbstbetrug, in dieser Welt freiwillig zu bleiben und zu leben? Ich habe so ein klein wenig Sorge, dass manche sich vor der Welt verschließen, statt sich der Welt zu stellen. Da draußen fällt es mir sehr, sehr schwer, vor ihnen hinzustehen und sagen, nee, ich lebe mein geradliniges Leben. Und ich bin völlig mit mir d'accord, mit mir und meinem Leben. Es fällt mir in der Welt draußen schwer. In der Welt hier fällt es mir sehr leicht. Mein letzter Versuch. Es funktioniert nicht. Immer noch nicht. Ich treffe noch mal den Mönch vom Anfang, der sagte, ich würde mich verändern. Ich verstehe auch diese Rechnung dahinter nicht, dass es dann heißt, alles, was du in diese Richtung tust, alles wird aufgerechnet wie auf dem Bankkonto. Heißt, das auch ist ein, so, spirituelles ein spirituelles Konto, ja. Konto. Aber da geht nie was verloren. Hm. Alles, was du für Gott tust, jetzt, was du hier gemacht hast, das sind alles, ja, dann wollen wir es mal materiell ausdrücken, spirituelle Pluspunkte. Mhm. Die gehen dir nicht verloren. Im nächsten Leben fängst du dort an wieder. Mhm. Ja? Und da geht's weiter. So kann man sich aber auch alles erklären, oder? Nein, also ich habe es ja schon gesagt. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Denn Krishna möchte, dass wir zu ihm kommen. Der zieht uns regelrecht zu sich hin. Mhm. Auch euch. Ja. Glaubst du eigentlich, dass
die Krishna-Bewegung oder die Ideen, die dahinter stehen, für jeden Menschen was sind? Nicht für jeden. Das ist nicht für jeden. Krishna sucht sich seine Leute aus. Es ist wirklich leider nicht für jeden. Im nächsten Leben ist dann wieder der dran vielleicht, ja, der dieses Leben nicht dran war. Denk nicht, dass du der Typ bist, der lenkt. Das ist Gott, Krishna. Doch, sonst wäre vielleicht ein Kollege von dir hier, nicht du. In einigen Jahren kommst du wieder zurück zum Krishna-Bewusstsein. So habe ich das Gefühl im Herzen. Und dann? Dann gebe ich meinen Job auf und schneide mir die Haare ab. Und bekomme einen neuen Namen, damit ich noch weiter weg bin von der Welt und ihren Versuchungen. Im Hier geht es dann nur noch um den Dienst an Krishna. Und um das Aufgehen in der Gemeinschaft. Um das sich verlieren in der Gemeinschaft. Es reicht. 7 Tage bei Menschen, die alles aufgeben für ihren Gott, sind mir genug. Ich bin kein Sektenjünger geworden und auch nicht spiritueller. Im Gegenteil, vom Glauben bin ich weiter entfernt als je zuvor. Ich verstehe, dass Menschen hier im Wir aufgehen wollen, statt Einzelkämpfer da draußen zu bleiben. Aber dafür den eigenen Kopf aufgeben, finde ich riskant.